Wir müssen. Oh mein Gott! Was? Holy shit! Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist SK und heute spielen wir Five Nights at Freddy's 2 Reimagined. Ich muss ehrlich mit euch sein, ich habe gesehen, dass das Spiel einen extremen Hype auf YouTube im Moment hat. Und ich habe erst vor ein paar Minuten erfahren, dass das Spiel einfach auf Roblox ist. Das heißt, jeder kann das einfach gratis spielen. Aber gucken wir doch einfach mal, was wir hier schon mal haben. Wir haben Extras. Da haben wir aber nichts Besonderes. Wir haben Jumpscares. Was sind das denn so? Deswegen überspringen wir das mal. Ansonsten haben wir noch einen Shop. Plushies? Was können die denn? Also der macht gar nichts. Der auch nicht. Der auch nicht. What the fuck are you looking at? Naja, die machen alle gar nichts. Also das ist nur so Deko. Aber ich würde sagen, labern wir nicht so viel und gehen wir einfach direkt in die erste Nacht rein. Michael, okay. Also anscheinend spielen wir jetzt Michael Afton, oder was? Click on the keys when you're ready. Ha, komm. Oh mein Gott, wie laut ist bitte dieses Telefon? Auf den ersten Blick sieht es wirklich extrem gut aus. Aber diese Kamera ist noch ein bisschen komisch. Also da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Was ist das? Fusebox? Was ist das? Oh nee, wir müssen die neu starten wahrscheinlich. Scheiße. Damit kann man die Taschenlampe anmachen. Nice, okay. Und damit kann man auf die Monitore. Ah, nee, sowas hasse ich ja in so Fangames, ne? Dass man die Kameras sogar beleuchten muss, sowas hasse ich. Boah, das wird alles nochmal ein bisschen schwerer machen. Ey, aber diese Animatronics sehen so gut aus. Guckt euch bitte diese Animatronics. Ey, ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Wir müssen auch die Musikbox, oder? Is to enter the Fusebox. Ja, das ist diese Scheiße hier. Das heißt, dass die Lichter auf den Kameras kaputt gehen können. Und dann muss man die hier reparieren. Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Oh mein Gott. Das macht ja alles nochmal tausendmal schwieriger. Ey, ich habe noch nie einen Phone Guy gehört, der so viel redet. Ohne Spaß. Kann man dieses Telefon irgendwie wegschmeißen oder so? Der nervt ja extrem. Oh. Oh, jemand ist in den Vents, glaube ich. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel sieht sehr, sehr gut aus. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, an diese Steuerung. Aber es ist auch nicht besonders schwer. Chica! Die ist jetzt bestimmt in den Vents. Bist du da drinne? Nee? Ja, wo hat sie sich denn verkrochen? Ah, also nur manche Camps sind schwarz und manche nicht. Chica ist hier, okay. Hello, Bozo! Also von denen hat sich noch keiner bewegt. Und von denen, glaube ich, beide. Ja, Bonnie ist hier. Okay, ich glaube Chica... Nee, Chica ist da. Jetzt nicht mehr. 1 Uhr. Yo. Wie langsam geht diese Zeit bitte weg? Hallo, Bonnie. Komm zu mir ins Büro. Du darfst hier reinkommen, gerne. Komm hier hin. Nimm die Pizza. Setz dich neben mich. Aber nicht beide. Nicht beide. Ich hau euch mit der Taschenlampe. Dude, what the fuck? Hat sich Foxy schon auf den Weg gemacht? Nein, noch nicht. Okay. Aber die beiden, die wollen ein bisschen Stress suchen. Ich merke schon. Ansonsten eigentlich recht entspannt hier. Also man kann eigentlich auch an den Augen erkennen, wer noch da ist. Da muss man eigentlich gar nicht extra das Licht anmachen. Chica, hallo. Okay, Chica ist weitergegangen. Chica ist immer noch da. Oh, jetzt. Was geht, Kollege? Ah, man muss die Maske anmachen, wenn er kommt. Hast vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, schreck mich noch mehr, Digga. Yo. Was war das? Okay, Chica ist auch jetzt drin, ne? Ja, hä? 4 Uhr? Digga. Das ist ja extrem gruselig, wenn die da rauskommen. Yo, piss dich. Schon wieder. Oh mein Gott. Digga. Man fühlt sich einfach, als wäre man selber der Nachtwächter. Yo. Aber wir haben es fast geschafft. Ey, ich will gar nicht wissen, wie die nächsten Nächte werden. Holy shit. Ah, Mangle ist auch hier. Aber... Es gibt keine Puppet anscheinend. Also keine Musikbox zumindest. Also wenn das so wäre, dann wäre wahrscheinlich Game Over. Weil noch mehr kann man in dem Game wirklich nicht machen. Aber zum Glück gibt es keine.
Also bis jetzt. Yes! Nacht 1 geschafft. First try! Nacht 1 war ja noch relativ easy. Schauen wir mal, wie Nacht 2 jetzt wird. Click on the keys when you're ready. Let's go! So, gleiches Spiel. Ey, dieses Telefon ist so unglaublich laut. Oh mein Gott. Zum Glück hat er diesmal nicht so viel geredet. Alle noch am Start. Anfang der Nacht, das passiert eigentlich auch nicht so viel. Oh, Bonnie ist weg. Okay, ich nehme alles zurück. Bei denen müssen noch alle am Start sein, genau. Ja, Foxy hat wieder seine Anfälle. Ansonsten haben wir eigentlich noch nichts hier am Start. Können ja nochmal auf die Monitore gucken. Bonnie ist immer noch hier. Die sind beide noch da. Okay. Okay, was ist das für ein Geräusch? Oh, Foxy ist weg. Das heißt, Foxy müsste gleich hier auftauchen. Aber im Prinzip muss man ihn einfach nur anleuchten. Wenn es noch... Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Holy shit! Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ah, man muss auf die Kamera gehen und dann die Kamera hell machen, damit er weggeht. Oh mein Gott, wieder. Ey, das hat mich so krass erschreckt. Also jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert, wird es eigentlich ganz locker werden, glaube ich. Man muss nur auf diese Kamera gehen, auf die Party-Room-Kamera. Und da muss man die beleuchten, damit Foxy weggeht. Ich sag's jetzt zum dritten Mal, aber dieses Telefon ist mehr ein Jumpscare als die Jumpscares an sich. Wo ist denn Party Room? Hier, Party Room. Party Room 3. Junge, es gibt 3 Party Rooms. Woher soll ich wissen, welche davon gemeint ist? Ich glaube, man kann einfach auflegen, wenn man Doppelklick hier drauf macht. Bonnie ist bestimmt jetzt schon weg. Ne, immer noch da. Immer noch keine Puppet anscheinend. Aber Price Corner gibt's. Hier ist Mangle am Chillen, aber Puppet ist wirklich nicht da. Oh mein Gott, was für ein Atmen ist das? I'm bored, I'm gonna kill you! Hier. Oh, okay. Sehr gut. Also, es ist nicht so schwer, wie man denkt. Also, Foxy ist wieder hier. Bonnie ist hier. Oh, Foxy war gerade hier. Das ist doch eine andere Cam, oder nicht? Break Room. Also kann der überall hier sein, oder was? Jo, macht's noch schwerer, wirklich. Also man merkt schon, die Nächte werden auf jeden Fall schwerer. Jemand ist in den Vents. Maske anziehen. Kein Problem. Wie in FNAF 2. Ihr könnt gar nichts machen. Junge, was macht Mangle bitte für Geräusche? Okay, Chica ist hier drinne. Die wird wahrscheinlich gleich rauslaufen, sage ich schon. Ja, ich wusste das schon. Ist Foxy hier irgendwo? Was? Das? Oh, nee, die muss man dann reparieren. Foxy ist hier. Sehr gut, Glück gehabt. Ach du Scheiße. Das wird ja was. Ja, aber das reicht schon, oder? Ja, reicht schon. Wir sind in der zweiten Nacht und es ist schon richtig stressig. In den Vents ist keiner. Und hier ist auch keiner. Ich glaube, Bonnie ist weitergelaufen. Also Foxy ist echt ein bisschen kompliziert, weil er halt hier überall sein kann. Und wie es aussieht, haben wir auch keine Batterien in der Taschenlampe. Foxy ist hier. Solange Foxy weg ist auf seiner Kamera, ist alles gut. Aber Foxy macht wirklich ein paar Probleme. Jemand atmet die ganze Zeit so komisch. Das macht einem wirklich ein bisschen Angst, wenn die da reingehen. Alles unter Kontrolle. Kann sein, dass Chica auch reingegangen ist. Nein. Foxy ist hier. Sehr gut. Cam 7. Einmal reparieren. Oh! Hier ist keiner. Foxy ist auf seiner Cam. Ich glaube, ja, Bonnie ist in den Vents. Der wird gleich rausrennen. Komm. Mach dich ab. Wenn Mangle anfängt zu laufen, dann will ich gar nicht wissen, wie es hier abgeht. Weg mit dir. Ist auch gut, dass wir keine Batterien in der Taschenlampe haben. Also ich glaube, dass wir die Taschenlampe unendlich lange benutzen können. Ich finde es einfach so krass, dass dieses Spiel Roblox ist. Einfach das hier alles ist Roblox. Und es sieht so unglaublich gut aus. Irgendjemand macht die ganze Zeit richtig komische Geräusche. Und es ist nicht Mangle. Jemand ist in den Vents.
Gibt's jemand in Events? Oder nicht? Oh mein Gott, nein! Nein! Guck mal, Bonnie ist auch rausgekommen. Nein! Das war so klar. 5 Uhr hatten wir. Nein! Ich lasse das Ganze jetzt fürs erste Mal so stehen. Wenn ihr noch ein Part wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten liked gerne dieses Video und lasst mir gerne ein kostenloses Follow da. Ansonsten würde ich sagen, ciao, ciao.